Ich spiele ja auf einem Kulo-Horn, ein ganz spezielles Flügelhorn. Mittlerweile wird es in Posaunenchören und auch in Musikvereinen als Flügelhorn verwendet, mit Begeisterung. 2020 haben wir dieses Instrument wieder aufleben lassen und in unser Portfolio aufgenommen. Dass es so einen Boom erlebt, hätten wir nicht gedacht. Jetzt entstehen wieder 5 neue Modelle. Daniel ist gerade am Schallstück Nummer 4 und 5. Wenn ihr mehr Informationen über dieses Kulo-Horn haben möchtet, geht auf unsere Homepage oder auf unser Video auf YouTube. Kulo-Horn.